Servus und grüß euch zur nächsten Modvorstellung. Heute gibt es die Halle mit Kraniel Version 1.0 PlayZero. Natürlich, wie zu vermuten, habe ich mir schon den Kran ein bisschen vorbereitet, habe mir schon einen Ballen drüber geholt und wir übernehmen die Kransteuerung mit der Numpad 0. So, ab nach unten. Die Greifer zu. Wir heben und fahren damit in das letzte Eck. Ich habe jetzt übrigens verkehrt genommen, das weiß ich. Man kann dem Ganzen auch etwas durchgucken. So, dann können wir das Ganze, wenn wir es richtig machen, zubestellen, wie wir gesehen haben. Wir können das Ganze öffnen, schließen, drehen in alle Richtungen. Ist ein geiler Kran, funktioniert auf jeden Fall, zumindest mit Ballen. Das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen, was ich verkehrt habe. Gut, mit Numpad 0 kommen wir wieder raus. Schnappen wir uns den John Deere Gator. Und schauen uns die Halle von unten an. Die ist nämlich zweistöckig. Oben haben wir die Ballenhalle, wie wir gerade gesehen haben. Und unten die Fahrzeugabstellhalle. Schauen wir auch kurz rein. Bremsen! Okay, das war die schnelle Bremsvariante. Zu öffnen sind die Tore ganz wichtig. Nur hier bei den Griffen. Wie auch in echt. Öffnen, schließen, perfekt, so zwei Tore sind offen, mehr geht nicht, wir fahren rein. Natürlich ist es ganz in der Wiesen, weil ich in die Wiesen gestellt habe. Kehrt eigentlich aufs Falt, aber ich habe keinen anderen Platz gefunden gerade. So, funktioniert ja super. Rampe geht auch schön, man kommt da rauf, man kann es auch mit Hänger zurückschieben, man kann sich da oben bewegen, das gefällt mir persönlich sehr gut. Man hat da herum Platz, zwar im 13er anders teilweise, bei der Halle mit Stepperkran. Ich persönlich finde die Halle gelungen, schaut auch super geil aus. Wir schauen in die Lok. Die Lok ist sauber. Schauen wir noch in den. Schauen wir sich mal, wie es hinten umschaut. Hinten um einfach alles zu, schaut gut aus, ist sauber, gefällt mir gut. Keine Texturfehler oder sonstiges, ist schön. Wir schauen in den Shop. Im Shop unter platzierbare Objekte. Die Halle mit Kran 235.000 Euro kosten, 0 Euro am Tag. Wir besitzen eine. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Mod gefallen. Ich hoffe, euch hat die Modvorstellung gefallen. Dem mich freuen, wenn wir es wieder hören. Dem mich freuen über Abos, Likes und Kommentare. Und auch auf meiner Facebook-Page. Wäre ich nicht böse, wenn man mich besucht. Und damit verabschiede ich mich. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Fipsi.